Aus diesen vier so Zutaten machen wir heute ein leckerschmecker, schnelles, einfaches Gericht wieder mal. Und zwar Eierplinze sagt der Freund, sagt der Mann und Pfannkuchen sagt die Frau. Jeder sagt's anders. Genau. Aber gemeint ist ein und dasselbe. Das Zeug aus der Pfanne, was du bis hoch an die Decke wirfst, kleben bleibt und dann nach 3 Tagen wieder runterfällt. Und du dann endlich essen kannst. Genau, Eierplinze alias Pfannkuchen, das gibt's heute. Es sind ja eigentlich nur 5 Zutaten, weil wir haben, wo ist mein Finger da, die Milch, die hat man noch vergessen. Aber dafür kann man ja, wenn man will, das Salz weglassen. Das ist ja nur eine Messerspitze, die man verwenden soll. Und das ist halb so wild. Beliebig kann man auch Apfelmus dazu nehmen, was wir machen, oder halt Zucker und Zimt. Ja, das Männchen macht hier gerade 4 Eier in Giselle-Bündchen rein. Giselle und oh, wie hoch haben da dein Messbecher noch, ey? 200 Gramm Mehl. Genau, und an der Seite ist ja so eine Skala dran. Ich hätte natürlich die Waage genommen, aber er macht es auf Männerart. Zucker. Ach, guck mal, und da liegt das Rezept. Er hat sich das Rezept geholt. Wir hatten nämlich erst im Internet nach einem Rezept gesucht gehabt, weil man kann sich das ja nicht merken. Das ist so einfach, dass man sich's nicht merken kann. Und das haben wir einfach nochmal abgeändert. Wie hoch hält er das denn? So hoch komme ich teilweise gar nicht. So, Zucker irgendwie. 50 Gramm. 50 Gramm. Wie viel Mehl waren es? 200, ne? 200. Und 300 Milliliter oder ja, 300 Milliliter Milch. Man kann es aber auch mit Wasser machen. Genau, falls man Kalorien sparen möchte. Man kann aber auch, falls jetzt die Milch alle wird, kann man das natürlich auch mit Wasser auffüllen. Dann hast du halt keine 1,5-prozentige fettige Milch, sondern halt dann nur noch, ja, je nachdem, wie viel Teil du an Wasser reinmachst. Musst du dir ausrechnen, den Scheiß. Aber hat gereicht. Ja, er wollte Wasser ranmachen. Ich habe gesagt, nee, ich will Milch. Wir verzichten schon bei Kartoffelpü auf Milch. Da habe ich mich auch gut dran gewöhnt, aber bei Eierplinze alias Pfannkuchen, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, möchte ich auf die Milch nicht verzichten. Auf den Fett, auf den Geschmacksträger. So, jetzt wird's laut. Jetzt wird's laut, genau. Ich muss das alles festhalten, weil er könnte ja kleckern. Da war's. Wie? Wie? Spritzig. Der Salz ist schon mit drin. Ich habe es nicht mitbekommen, aber er meinte, er hat es reingepackt. Guck im Video. Ach, das wird schon stimmen. Und wenn, das Salz ist ja jetzt nicht so derbe wichtig. Wer möchte, kann nach Belieben auch Vanillezucker noch reinpacken oder Backpulver, aber man muss es nicht machen. Jetzt kramt er irgendwas, ich weiß nicht, was er kramt. Gut, dass du sagst. Manchmal verwirrt mich der Mann, aber pssst. Nee, musst du nicht. Also ich möchte kein. Karo-Karkin. Umso besser. Genau, wir braten das diesmal mit Öl. Mit Öl, Sunflower-Öl ist das. Und ja, man sieht es nicht, aber doch da, mit fettigem Deckel. Da freut sich die Kati. Lecker fett. Judy. Meinst du, mit ins geht's kaputt? Na, wenn du es jetzt öffnest, auf jeden Fall. Ja. Nee, das ist der Vorführeffekt, ja. Ja.
und hat funktioniert, ne? Siehst du, ist das super. Ich mache dann immer den Trick, sollte es mal kaputt gehen, dann zerhacke ich einfach alles und sage, heute gibt's Kaiserschmarrn. Das war so geplant. So, jetzt nochmal eine Angeberversion. Zack. Ja, yeah, soll ich nochmal zeigen? Ja. Yeah. Oh. Zack. Jetzt ist er wieder richtig. Die Frau kann was, wa? Super, kann der Mann nicht. Der Mann haut's an der Decke. Nein, macht er nicht. Nee, manchmal klappen die mir auch um. Danke. Bitte? So. Ich finde es immer sehr interessant, wie das so am Rand nach oben geht. Das macht immer so den Eindruck, als würde das Essen leben. Oder wie hier, wie es aber, das habe ich in die Pfanne gefasst, wie es da im Bauch kriegt. Das sind dann alle, die daraus entstanden sind. 9 Stück. Toll, ne? 9. Naja. Ist halt doof, wenn man zu zweit ist. Aber okay, man kann ja entweder Schnick, Schnack, Schnuck machen oder würfeln oder man teilt sich den einfach so. Oh Gott, er fragt, was teilen? Aber okay, gut. Das ist dann jeden selber. Ich habe zu voreilig auf den Stopp-Knopf gedrückt. Also 9 Stück, wollte ich sagen. 9, ne? 9. Aber alle, die noch nicht wissen, 9. 9. Und so sieht's dann aus, wenn wir die belegen. Hier ist, wo ist mein Finger? Da. Der hier ist mit Zucker und Zimt. Und der hier, hier läuft schon, man kann es nicht so ganz erkennen. Aber der ist mit Nutella und Banane. Ich weiß nicht. Doch, man kann es ein bisschen erkennen. Oh, ja. Jetzt habe ich es am Finger kleben. Ja, man hat viele Möglichkeiten bei Eier. Plinze alias Pfannkuchen. Du kannst sie mit Zimt und Zucker belegen, mit Apfelmus, mit Banane und Nutella. Du kannst dir Frischkäse reinmachen. Du kannst dir Quark reinmachen. Du kannst hier von mir aus auch Schinken reinmachen oder Käse. Es gibt so viele Varianten, wie du sie belegen kannst. Ob jetzt herzhaft süß oder du nimmst hier einfach nur so mit. Wenn du zum Beispiel unterwegs bist, dann kannst du sie dir auch schon so fertig belegen und dann halt als kleine Rollchen fertig schneiden, wie du das möchtest.